Hallo zusammen. Mein Name ist Vanessa Eble und ich arbeite für das Tilex-Institut. Ich lebe in der Schweiz und ich freue mich total, jetzt mit euch gemeinsam Yoga zu machen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Yoga gemacht hat, aber das macht auch gar nichts. Denn es geht jetzt einfach darum, dass wir 30 Minuten miteinander Spaß haben, unseren Körper bewegen und spüren, wie es uns dabei geht. Habt ihr Lust dazu? Seid ihr bereit? Super. Dann ist es gut, wenn ihr entweder sogar eine Matte habt, wie ich das hier habe, oder einfach Platz, wo ihr euch richtig schön frei bewegen könnt. Ihr könnt noch kurz ein bisschen Platz um euch herum machen und dann legen wir los. Auf geht's. Ihr könnt euch so hinstellen, dass ihr mich gut sehen könnt mit dem Bildschirm. Und dann beginnen wir als erstes mit unseren Händen. Wir schütteln die Hände ganz doll und wir schütteln die Arme ganz doll und die Schultern. Und die Beine schütteln wir auch noch und den Po und den Kopf schütteln euch ganz fest. Und jetzt stopp, anhalten. Super. Und weiter schütteln den ganzen Körper. Schütteln, 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 schütteln deinen ganzen Körper so fest du kannst und stopp. Anhalten. Und nochmal. Schüttle alles, schüttle deinen Körper, deine Beine richtig, deine Arme, deinen Kopf und stopp. Und jetzt spürst du ein Kribbeln in deinen Händen, in deinen Füßen oder irgendwo anders in deinem Körper, nimm das wahr. Kannst du spüren? Dann noch einmal. Schüttle deinen ganzen Körper so fest wie du kannst, deine Beine, deinen Kopf, schütteln, schütteln und stopp. Jetzt spür. Was kannst du spüren in deinem Körper? Spürst du vielleicht auch, wie er warm wird? Komm, wir probieren das noch einmal aus. Schüttle deinen ganzen Körper, deine Beine, deinen Körper, deinen Kopf. Schütteln, schütteln, schütteln und stopp. Jetzt spür, was kannst du, wie kannst du deinen Körper spüren? Nimmst du das warm, Kribbeln in den Beinen, in den Händen, überall? Jetzt beginnen wir mal auf den Zehenspitzen zu gehen. Wir machen uns ganz groß und du kannst nach vorne gehen und zurück. Auf den Zehenspitzen, mach dich ganz lang, stell dich hoch und geh nach vorne und zurück. Und nochmal nach vorne und zurück. Super. Und jetzt immer noch ganz lang zur Seite und zur anderen Seite und zur Seite. Und zur anderen Seite. Super. Und jetzt, gut, bitte nochmal ganz lang machen, nach oben. Und jetzt machen wir es ganz klein. Ganz, ganz klein machen. Und ganz groß. Ganz groß, streck dich, mach dich ganz lang. Und ganz klein. Ganz klein. Ganz groß. Ganz, ganz, ganz groß. Und ganz klein. Super. Dann stellen wir uns wieder hin. Jetzt stehen wir immer noch auf den Zehenspitzen und jetzt stellen wir uns auf unsere Fersen. Können wir das? Kannst du das? Und kannst du auf deinen Fersen rückwärts gehen und vorwärts und rückwärts und vorwärts und zurück und nach vorne und zurück und nach vorne. Super. Und zur Seite, immer noch auf den Fersen. Zur Seite gehen und zur anderen Seite. Schön auf den Fersen bleiben und auf die eine Seite gehen und zur anderen Seite und zur Mitte. Nochmal ganz lang machen, ganz groß und ganz klein. Und ganz groß und ganz klein. Und nochmal ganz groß und auf die Beine stellen. Jetzt. Sind wir auf den Zehenspitzen gegangen, auf den Fersen. Und jetzt, was kommt jetzt? Jetzt kommt die Außenseite vom Fuß. Kannst du dich so hinstellen, das sieht ein bisschen lustig aus. Wir machen so O-Beine. Und jetzt gehen wir auf der Außenseite vom Fuß nach vorne und nach hinten. Nach vorne und nach hinten. Nach vorne und nach hinten. Super. Und dann machen wir uns wieder ganz groß und ganz klein. Und ganz groß und ganz klein und ganz groß und ganz klein und hinstellen.
Jetzt beginnen wir unseren Besuch im Zoo. Wir gehen jetzt alle gemeinsam in den Zoo, die vielen Tiere besuchen. Und als erstes machen wir den Pinguin. Wie geht der? Wir nehmen die Füße nach innen und dann gehen wir wie ein Pinguin auf den Füßen. Habt ihr schon mal so einen Pinguin gehen sehen? Gehen die auch so, wie ihr jetzt geht? Genau. Macht ihr auch irgendwelche Geräusche, der Pinguin? Ich weiß es gerade nicht. Und wieder zur Mitte. Und wir gehen jetzt ganz schnell zum nächsten Tier. Dafür laufen wir jetzt ganz schnell auf der Stelle. Schneller, 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 schneller. Und wo kommen wir an? Bei welchem Käfig? Bei den Elefanten. Wie machen Elefanten? Die machen ihren Rüssel. Und dann bewegen sich die Elefanten. So. Und welches Geräusch machen die Elefanten? Töre. Könnt ihr alle mitmachen? Euch bewegen wie die Elefanten. Den Rüssel hängen lassen und töre. Und den Rüssel hängen lassen und töre. Und weiter, der macht große Schritte, der Elefant. Und toll. Super, dann könnt ihr wieder loslassen. Und wir laufen zum nächsten Käfig, zum nächsten Tier. Los, lauf, 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 lauf. So schnell wie du kannst. Und stopp. Wo sind wir? Wir sind bei den Löwen angekommen. Und wie machen Löwen? Manchmal liegen die ganz gemütlich da. Und dann machen die aber auch ein anderes Geräusch. Schau mal, und zwar machen Löwen so. Wow. Könnt ihr das auch machen? Die Augen ganz weit auf, den Mund ganz weit auf und wow. Super, nochmal alle gemeinsam, die Löwen. Wow. Und nochmal. Wow. Und nochmal. Wow. Super. Und auf geht's zum nächsten Gehege. Lauf, 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 lauf. Zum nächsten Gehege. Wer wird wohl das nächste Tier sein? Was meint ihr? Wo sind wir? Wir sind bei den Affen gelandet. Und wie machen die Affen? Die laufen von der einen oder springen von einem Baum zum nächsten. Manchmal kratzen die sich auch so ein bisschen. Können wir das auch alle? Und dann weiter. Sind wir wie Affen, die gemütlich spazieren gehen, von einem Baum zum anderen. Und stopp. Wow, jetzt haben wir schon viel gesehen, oder? Kleinen Moment. Stell dich mal hin mit beiden Beinen, so wie ich stehe. Mach mal kurz deine Augen zu und spür dein Herz. Ich glaube, dein Herz schlägt jetzt gerade ganz schnell. Kann das sein? Spür mal, du kannst auch deine Hand auf dein Herz legen, auf den linken Brustkorb. Und dann spürst du, wie dein Herz klopft. Und spür deinen Rhythmus. Dann atme mal fest lang, lang und tief ein und atme aus. Nochmal, atme ein und aus. Und jetzt spür nochmal. Schlägt dein Herz immer noch gleich schnell oder hat es sich verändert? Wow, kann es sein, dass es langsamer geworden ist? Ich glaube, dann sind wir bereit, um das nächste Tier zu besuchen, oder? Das nächste Tier, wir gehen jetzt zu den Vögeln. Da gehen wir jetzt ganz langsam und schauen, wo sind denn die Vögel? Ah, da vorne, ich habe sie gesehen. Der nächste Vögel ist ein Flamingo. Die schönen pinken Vögel. Machen wir unsere Arme vor dem Körper zusammen und dann laufen wir wie Flamingos. Die haben so lange, große Beine. Und jetzt gehen wir wie diese Flamingos, machen wir große Schritte und ganz
ganz vorsichtig zuerst die Zehenspitzen auf den Boden. Super, mach das wunderbar. Wie die Flamingos gehen wir. Und dann wird aus dem Flamingo plötzlich ein Adler. Der Adler fliegt durch die Luft. Durch die Lüfte fliegt er auch mal so eine richtige Kurve und fliegt in die andere Richtung. Wow! So schöne Adler. Und der Adler beginnt mit den Flügeln zu schlagen, ganz groß. Und fliegt noch weiter hoch in den Himmel. Ganz weit hoch in den Himmel fliegt der Adler. Ganz weit hoch, ganz weit hoch. Und wieder still die Flügel und er schwebt durch die Luft. Und dann setzt der Adler sich auf einen Ast auf einem Baum. Er macht die Hände zusammen vor dem Körper, stellt das Bein auf den Fuß und macht Pause auf dem Ast. Schaut ein bisschen nach links und nach rechts und wechselt das Bein, stellt sich auf das andere Bein und schaut wieder nach links und nach rechts. Oh, super. Jetzt als nächstes gehen wir Wehen besuchen. Wisst ihr, wen wir besuchen gehen bei den Tieren? Als nächstes gehen wir zu den Bären. Zu den Bären laufen wir ganz langsam. Damit die uns nicht hören können, gehen wir ganz langsam zum Bärengehege. Und da sind sie, die großen braunen Bären. Und die großen braunen Bären machen große Schritte und gehen mit großen Schritten. Wir sind jetzt alle die großen braunen Bären. Wow! Die stampfen durch ihr Gehege. So, ganz große Schritte. Machen ganz große Schritte. Wow! Bei Bären, die sind so groß. Super! Ganz große Schritte. Und als nächstes gehen wir zu kleineren Tieren und dafür gehen wir auf den Boden. Du kannst jetzt deine Hände unter die Schultern machen und deine Knie unter die Hüften, den Po. Und jetzt werden wir zu einer Katze. Was machen Katzen? Weißt du, wie Katzen machen? Die Katzen, die machen doch so einen Katzenbuckel. Die machen den Kopf nach unten und den Rücken nach oben. Kannst du das auch? Machen wir den Kopf nach unten und deinen Rücken nach oben. Und jetzt machst du den Kopf zum den Bauch zum Boden und den Kopf nach oben. Den Rücken in die andere Richtung biegen und die Katze wieder den Katzenbuckel. Kopf nach unten, Rücken nach oben. Und wieder in die andere Richtung. Und welches Geräusch macht die Katze? Die Katze sagt Miau. Miau. Ich kann alle Katzen hören. Miau. 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 Oh, super. Jetzt setzt sich die Katze auf ihre Fersen und macht Pause mit dem Kopf auf den Boden und die Arme am Körper entlang nach hinten und die Katze macht Pause und die Katze spürt ihr Herz. Wie schnell schlägt dein Herz jetzt? Kannst du es spüren? Kannst du dein Herz spüren, wie schnell es schlägt? Und die Katze macht ganz gemütlich Pause. Katzen schlafen doch so gerne. Machen wir jetzt auch Pause. Langsam
kannst du dich wieder hinsetzen. Und jetzt wird aus der Katze ein Hund. Wie geht das? Arme nach vorne wieder. Und jetzt den Po in die Luft. Kannst du das? Jetzt sind wir ein Hund und der Hund, der geht ganz gerne spazieren. Wir bleiben jetzt am gleichen Ort und bewegen einfach nur unsere Knie und gehen spazieren, wie ein Hund spazieren geht. Und was machen Hunde, wenn sie spazieren gehen? Die bleiben stehen und dann legen sie ein Bein hoch und nach unten und dann heben sie das andere Bein hoch. Super. Und nach unten, das andere Bein hoch. Nach unten, das andere Bein und nach unten, das andere Bein, nach unten und wir machen wieder Pause wie vorhin, Kopf auf den Boden und die Arme neben dem Körper oder vorne, wie du möchtest und Pause. Spüre wieder, wie dein Herz schlägt. Und nochmal die Arme nach vorne. Und nochmal zum Hund. Po nach oben in die Luft. Und der Hund geht spazieren. Der Hund geht spazieren. Vielleicht geht er auch ein bisschen schneller. Kannst du noch ein bisschen schneller die Beine bewegen? Und der Hund hält an, stopp. Und der Hund hält sein linkes Bein. Und du stellst es ab und dann hebt der Hund sein rechtes Bein. Und stellt es ab. Er hebt sein linkes Bein. Stellt es ab. Und hebt sein rechtes Bein. Und stellt es ab. Und dann Knie auf den Boden. Und wir werden jetzt zu einem Fisch und legen uns auf den Boden. Du kannst jetzt deine Arme nach vorne ausstrecken, die Beine nach hinten. Und der Fisch ist jetzt im Wasser. Und was machen Fische im Wasser? Die schwimmen los. Und dafür strampeln wir mit den Füßen, heben die hoch und mit den Armen und schwimmen durch den See. Wow, und seht ihr die anderen Fische? Das sind so viele. Schaut euch mal um, all diese Fische schwimmen. Und weiter schwimmen, weiter schwimmen, weiter schwimmen. Und der Fisch macht Pause. Lässt seine Arme und Beine einfach liegen und macht Pause. Und aus dem Fisch wird urplötzlich eine Kobra. Nimm deine Hände unter deine Schultern und dann kommt die Kobra nach oben. Und was macht die Kobra für ein Geräusch? Die macht. Und die Kobra sieht all die anderen Kobras, die da sind, und grüßt sie alle mit einem. Und die Kobra legt sich langsam wieder hin und wird zu einem Krokodil. Und was machen Krokodile? Die liegen ganz faul am Flussufer. Und dafür ein Knie nach außen nehmen. Und die Hände werden jetzt zu einem Kissen. Und auf das Kissen legen wir den Kopf. Also auf die Hände den Kopf legen. Und dann sind wir jetzt ein Krokodil, das sich die Sonne auf den Rücken scheinen lässt. Und der Rücken vom Krokodil wird ganz warm von der Sonne. Kannst du die Sonne auf deinem Rücken spüren, wie dein Rücken ganz warm wird, wie beim Krokodil? Spür mal nach, ob du einen warmen Rücken bekommst. Von der schönen Sonne, die dir auf den Rücken scheint. Tut das gut. Das Krokodil.
Krokodil genießt die Wärme auf dem Rücken. Das Krokodil spürt auch den Bauch. Spür mal deinen Bauch. Bewegt er sich gerade beim Atmen? Schau mal nach, spür mal nach. Der Bauch bewegt sich rein und raus. Rein und raus bewegt sich der Bauch. Und jetzt wird das Krokodil langsam wieder wach. Und es dreht sich auf den Rücken, legt sich auf den Rücken, das Krokodil. Und dann wird aus dem Krokodil plötzlich ein Käfer. Und was machen Käfer, wenn sie auf dem Rücken liegen? Sie strecken alle Viere hoch und schütteln. Schütteln, schütteln, schütteln alle Viere, die Beine und die Arme. Schütteln, 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 schütteln. Schüttel weiter, weiter schütteln, weiter schütteln, weiter schütteln und Pause machen. Halt deine Knie fest und bring sie ganz nah zu deinem Brustkorb. Du machst dich wieder ganz klein. Und dann nochmal Arme, Beine hoch und schütteln. Alle so fest schütteln, wie du kannst. Der Käfer schüttelt und schüttelt und schüttelt und schüttelt alle Beine, die er so hat. Und die Fühler mit schütteln, schütteln, schütteln und Knie festhalten, ganz nah an den Kopf, an den Oberkörper bringen. Wir machen uns ganz klein wie ein Paket. Die Nase kommt noch zwischen die Knie und wir werden ein kleines Paket. Und das Paket bewegt sich jetzt von rechts nach links auf die Rücken. Kannst du das auch? Schaukle von rechts nach links, wieder zurück nach rechts. Schaukle hin und her, hin und her, hin und her. Und dann schaukelt das Paket vor und zurück, vor und zurück, vor und zurück, vor und zurück, vor und zurück. Und das Paket legt sich wieder hin. Zurück auf den Boden, die Arme und Beine einfach ablegen auf den Boden. Atme tief ein durch die Nase und aus. Jetzt leg eine Hand auf deinen Bauch und eine Hand auf deinen Brustkorb. Jetzt musst du ganz leise sein, um zu spüren, was dein Körper jetzt macht. Denn der bewegt sich weiter, obwohl du ganz still auf dem Boden liegst. Kannst du das spüren? Der Bauch bewegt sich, dein Bauch bewegt sich und dein Brustkorb bewegt sich mit dem Atem. Spürst du das? Deine Hand auf dem Bauch bewegt sich hoch und runter, hoch und runter. Und die Hand auf dem Brustkorb bewegt sich auch hoch und runter, hoch und runter. Beide Hände bewegen sich hoch und runter, hoch und runter. Hoch und runter. Spürst du deine Hände, wie sie sich bewegen? Und ich glaube, deine Hand auf deinem Bauch, die wird jetzt ganz warm. Spürst du das? Spürst du, wie deine Hand ganz warm wird auf deinem Bauch? Und die Hand auf dem Brustkorb auch. Beide Hände sind ganz warm und geben dir ganz viel Wärme in deinem Bauch und deinem Brustkorb. Dann atmen wir noch mal tief ein durch die Nase und aus.
dann beginnen wir uns zu strecken. Machen uns ganz lang. Ganz lang, ganz lang. Und jetzt nochmal das Paket. Knie halten. Vorn zurückschaukeln. Vorn zurückschaukeln. Vorn zurück. Und vorn zurück. Und wir setzen uns hin. Super. Jetzt bring mal deine Arme neben dich. Wir werden jetzt zu einem Berg. Und Berge sind ja so groß. Bring mal deine Arme ganz lang, so. Und dann nach oben und bring die Hände zusammen. Und jetzt sind wir ein großer Berg. Und Berge, sind Berge still oder bewegen die sich? Ich glaube, Berge sind ganz still. Jetzt sind wir so ein großer Berg und bleiben ganz still sitzen, strecken uns ganz lang. Und dann die Hände wieder nach unten. Wow! Was war das für eine tolle Reise? Wir haben angefangen bei dir zu Hause oder im Klassenzimmer und dann sind wir in den Zoo gegangen, haben so viele Tiere gesehen, waren sogar am Fluss beim Krokodil und am Schluss waren wir jetzt noch in den Bergen und jetzt sind wir wieder zurück. Wie hat es dir gefallen? Hat es Spaß gemacht? Ja? Super. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen ganz tollen Tag und wenn du möchtest, kannst du das Video jederzeit wieder anschauen und wieder mit mir Yoga machen. Ich freue mich auf dich. Alles Gute. Tschüss. Liebe Lehrer, liebe Eltern, Sie haben gerade 30 Minuten Yoga gemacht mit Ihrer Klasse, mit Ihren Kindern. Und ich hoffe, Sie konnten es richtig genießen gemeinsam. Mein Name ist Vanessa Eble. Ich bin Trainerin beim TILEX-Institut, was steht für Transformational Leadership. Und auch das ist in der Schule ein ganz wichtiger Teil, den Sie im Alltag leben, nämlich durch Inspiration die Kinder dabei unterstützen, dass sie Neues lernen. Und das ist auch mein Anliegen mit Yoga, dass die Kinder durch die Inspiration mit dem Yoga eine Gelegenheit finden, in die Ruhe zu kommen, zu sich selbst zu kommen und gleichzeitig ihre ganze Energie und Kraft zu erleben. Mein beruflicher Hintergrund ist, dass ich soziale Arbeit studiert habe und 10 Jahre als Schulsozialarbeiterin in Deutschland und der Schweiz tätig war und jetzt seit 3 Jahren beim TILEX-Institut als Trainerin bin. Und in dieser Zeit war immer die Achtsamkeit und die atembasierten Achtsamkeitstechniken für mich eine sehr große Unterstützung, meinen Beruf gut zu machen, gut für andere Menschen da sein zu können. Deshalb freue ich mich, das weitergeben zu können und auch an Kinder weitergeben zu können und hoffe, Sie hatten eine gute Zeit. Falls Sie mich kontaktieren möchten, können Sie im Anschluss meine Kontakte finden und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute.